Moin Leute, Kamel wieder am Start für euch. Heute mal wieder ein bisschen MW und zwar geht es hier um die Alpha und ich möchte euch ein paar Einstellungen zeigen, die mir geholfen haben, besser klarzukommen mit dem Game. Ich meine mal, ich hatte jetzt sowieso nicht so viel Schwierigkeiten, aber den einen oder anderen wird es mit Sicherheit helfen. Wir können hier zunächst die Steuerung natürlich umschalten mit Taktik. Auf Standard natürlich Linkshändler, wir können hier alles einstellen, so wie wir es gerne haben möchten. Ihr könnt auch vertauschen mit Viereck natürlich, wenn man das bevorzugt. Damit meine ich mit dem Zielen und alles, die den längeren Weg nicht nehmen wollen von den Tasten, können hier gerne noch umswitchen, so wie ihr lustig seid. Hilft auf jeden Fall, ich zocke trotzdem immer auf normal, weil ich habe den Naken-Controller und kann die Tasten so oder so verschnellern oder verlangsamen, so wie sie reagieren sollen. Hab aber gerne auch immer das Ducken und das Hinlegen und das Rutschen gerne auf der R3-Taste, weil ich sowieso mit meinem Däumchen immer drauf war. Ich würde auch immer jedem empfehlen, die Controller-Vibration auszustellen. Es ist wirklich viel, viel besser. Probiert's mal aus. Kommen wir zu den nächsten. Horizontale Stickempfindlichkeit und vertikale Stickempfindlichkeit kennt eigentlich jeder aus jedem COD. Probiert es euch aus von 20 an. Geht immer Stück für Stück runter, bis ihr wirklich sicher seid mit dem Aimen. Das war's erstmal zu der Sache. Jetzt kommen wir zu den richtig interessanten Teil. Und zwar die Waffen. Ihr könnt einige Sachen hier einstellen, was ziemlich geil ist. Ihr könnt den schnellen Waffen- oder automatischen Waffenwechsel machen, wenn eure Primärwaffe ausgelutscht ist. Wenn ihr keine Munition dafür mehr habt, switcht die normal auf die sekundäre Waffe und ihr könnt damit weiterschießen. Habt ihr dies natürlich nicht, wechselt natürlich gar nichts und ihr könnt mit Fäuste rumrennen. Oder mit der Waffe, der leergeschossenen Waffe. Die Waffenstütze aktivieren können wir auch einstellen. Das heißt nichts anderes, als wenn wir in Headglitch sind und möchten die Waffe auf eine Mauer fixieren oder irgendwas, damit ihr besseren Rückstoß habt. Quasi, ihr könnt dadurch den Rückstoß verringern und damit halt sicherer schießen auf eure Gegner. Macht es mit rein. Ich habe es hier ausgewählt, Zielvorrichtung halten. Das heißt, ich brauche bloß noch irgendwo hinzuspringen. Drücke die Zielvorrichtung und dann wird das schon mit benutzt, damit ihr weniger Rückstoß habt. Ist auf jeden Fall geil. Deaktiviert es nicht. Nimmt es einfach mit. Es ist so eine kleine Unterstützung. Wir haben auch eine Waffenstütze quasi, das heißt nichts anderes als um die Ecke lehnen, das können wir auch aktivieren, ich habe es auch mitgenommen. Zielvorrichtung, ja, warum sie das mit reingebaut haben, keine Ahnung, kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen, weil es ist einfach Bullshit, weil wer drückt schon auf Umschalten quasi einmal auf Zoom, dann zoomt ihr die ganze Zeit auf euren Gegner und wenn ihr erst wieder das zweite Mal euren Knopf betätigt, zoomt ihr wieder raus, das ist totaler Bullshit. Drückt hier auf Halten, genauso wie Ausrüstung, da habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Wenn ihr eure Semtex gerade in der Hand hält und wollt die vielleicht doch noch nicht wegschmeißen, nimmt sie wieder rein in euer Inventar, wenn ihr Dreieck drückt, da quasi Waffen wechseln, dann habt ihr sie wieder in euer Inventar. Falls sich die Situation nochmal sich halt anders entwickelt, mache ich immer ziemlich gerne. Man weiß ja immer nicht, was passiert. Und jetzt kommen wir zu den richtig geilen Shit. Und zwar Anvisierhilfe. Wir haben einmal deaktiviert, da habt ihr gar nichts. Wir haben einmal Standard, jeder kennt es aus jedem COD. Quasi so eine kleine Hilfe, die an den Gegner mit rangeht, quasi damit ihr nicht sonst wohin schießt. Dann haben wir natürlich noch Enhanced und Experimentell. Ich habe so schon so ein bisschen rausgefunden, damit Experimentell so ein Mix ist aus das normale Standard Anvisierhilfe und so ein Ticken so aus Black Ops, würde ich jetzt mal so sagen. Oder verschiedene CODs. Ich habe das auch schon bei mehreren CODs gehabt, damit, falls Gegner, manchmal habt ihr das sowas und ihr rennt und hinter ein Headglitch ist zum Beispiel, ne, ihr habt nicht gesehen, euer Fahnenkreuz war vielleicht einen kleinen Augenblick in der Richtung und das stoppt einmal kurz, bleibt kurz da und geht dann erst mit. Das hat den einen Effekt, das ist dieses Experimentell. Müsst ihr euch mal ausprobieren, ich weiß ja nicht, warum sie das so schwierig nennen und nichts Richtiges dazu schreiben. Und Enhanced ist nochmal so ein Mix aus Standard und
experimentell. Wie gesagt, ihr müsst euch da mal so ein bisschen durchfuchsen. Ich habe es jetzt alles so ein bisschen mal so getestet. Ich bleibe lieber bei Standard. Keine Ahnung, ich komme mit Standard vollkommen aus. Schreibt mich eure Erfahrungen mal unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Natürlich die normale Zielhilfe ist ja auch noch mit am Start. Aktiviert diese natürlich. Es ist viel besser, um ins Spiel reinzukommen. Ruhige Hand ist nichts anderes, als wenn man Scharfschützengewehr hat. Natürlich die Luft anhalten, das kennt eigentlich jeder. Und ja, jetzt kommen wir noch zum Allgemeinen, das ist so Bildschirm und sowas, ja, könnt ihr einmal das Bildrauschen runterstellen bis auf 0 oder hoch, das ist halt so, wie ihr im Bild seht, ihr könnt es einmal so wie so, sag ich jetzt mal, Vollkino-Modus, sag ich jetzt mal, machen, ja, damit ihr wirklich jedes kleine Detail seht und ihr könnt es halt auch so ein bisschen verrauscht machen, das Bild. Es switcht aber immer wieder auf 25 zurück, habe ich jetzt feststellen müssen, leider, weil sie es wahrscheinlich so haben möchten, was eigentlich sehr schade ist. Die Helligkeit natürlich, die könnt ihr einstellen. Farbblinden-Modus haben wir wieder mit am Start. Wir haben hier noch was Cooles, das ist die Weltbewegungsunschärfe, das deaktiviert. Weil sonst habt ihr das Problem, wenn ihr es aktiviert, wie im rechten Bildschirm, damit das alles so verschwommen ist. Und glaubt's mir, ihr wollt lieber das sehen, was ihr sehen möchtet und nichts Verschwommenes. Genau dasselbe ist bei der Waffenunschärfe. Deaktiviert das, ist mein Tipp. Jetzt kommen wir zu was Cooles, ist natürlich, um die Schritte der Spieler zu hören. Hier haben wir so einen kleinen Bugfix gestern bekommen. Der ein oder andere hat es schon mitbekommen. Gestern lief es auch echt nicht mehr so fließend danach, nach dem Update. Die Alpha war so ein bisschen stockend, man konnte nicht mehr zusammenspielen, man konnte kaum ins Spiel reinkommen, weil es komplett, ich denke mir mal, überfüllt war. Vielleicht haben sie auch irgendwo einen kleinen Fehler gemacht. Heute geht's natürlich alles wieder. Ich habe es ausprobiert, vorhin war mega nice, hab wieder voll durchgesuchtet. Wir haben hier auf jeden Fall Infinity Ward Mix, das ist so halt wie der Treyarch Mix, ja, kennen wir aus jedem Black Ops Teil. Wir haben einmal Flach, Headphones 1, 2 und 3, Mitternachtsmodus, Kino, TV 1, 2 und 3. Und hier muss ich eins dazu sagen, dass ihr müsst euch natürlich durchprobieren. Jedes Headset ist komplett anders. Ich kann euch aber empfehlen, den Infinity Ward Mix mal zu probieren und Headphones 1. Headphones 1 ist so, wie ihr hört besser die Schritte und die Waffen sind nicht so heftig zu hören. Und das ist das Problem halt. Die Waffen sind mega laut, mega krass. Es hört sich top an, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Waffensounds aber, um Gegner auswendig zu machen, beim Modus wie 2 vs. 2, bin ich lieber auf der Seite. Ich will lieber meinen Gegner hören, bevor er mich mitbekommt. Deswegen probiert es euch mal aus. Guckt mal selber durch, was ihr so alles eingestellt habt. Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ich muss es auf jeden Fall wissen. Schreibt es mir mal unten hin. Und vor allen Dingen, wie findet ihr jetzt bis jetzt die Alpha, wie es so abläuft? Findet ihr es geil? Wir haben vorhin einen neuen Modus bekommen. Wir haben ja einmal das Feuerfecht normal und den Gunfight OSP. Da ist es so, wie ihr hebt Waffen auf, quasi, die hängen so am Mauern dran und sowas und könnt euch danach ausrüsten. Ich finde eigentlich ziemlich geiler Modus. Ich werde jetzt noch ein bisschen zocken. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Karl. Ciao, ciao.